Die erste Lesung ist aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen sprach der Herr zu Elia: Salbe Elisha, den Sohn Schafats, aus Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stelle. Als Elia vom Gottesberg weggegangen war, traf er Elisha, den Sohn Schafats. Er war gerade mit 12 Gespannen am Pflügen, und er selbst pflügte mit dem 12. Im Vorbeigehen warf Elia seinen Mantel über ihn. Sogleich verließ Elisha die Rinder, eilte Elia nach und bat ihm: »Lasst mich noch meinem Vater und meiner Mutter den Abschiedskuss geben, dann werde ich dir folgen.« Elia antwortete: »Geh, kehr um, denn was habe ich dir getan?« Elisha ging von ihm weg, nahm seine 2 Rinder und schlachtete sie. Mit dem Joch der Rinder kochte er das Fleisch und setzte es den Leuten zum Essen vor. Dann stand er auf, folgte Elia und trat in seinen Dienst.